Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked gegen die Nachtmeuchlerin Valera. Das heißt, der ist mindestens Level 50 im Tavernenpass oder Gasthauspass, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Mit dem Evo-Schamanen. Mal schauen, wie lange wir noch mit dem Evo-Schamanen die Meta grinden. Mir gefällt das Deck halt wirklich sehr. Ich habe ja früher auch sehr viel den Tokeni Wolfschamanen im Zeiten vom Frostthron gespielt. Flammenschlürfer. Können wir zwar auch die Waffe holen, aber lieber nicht. Nächste Runde dann den Lakaien. Dann habe ich eventuell die Münze für die Waffe. Oder halt den Schreckenskorsar für einen Mana dann noch mit der Waffe. Turn 3 oder Turn 4. Füllt ein Mana-Server auf, wenn man halt Schadenlinden hat. Ist okay. Wäre ganz gut, wenn ich meine Waffe gehabt hätte. Und einen Diener weggesnackt. Immer auf den Schurken gespannt. Also ich glaube, ich weiß, welches Deck sie spielt. Combo. Weiß aber nicht ganz genau, welche Karten jetzt drin sein werden. Schurke sieht man relativ selten. Da ist die Waffe. Dementsprechend möchte ich auf jeden Fall ihn hier spielen. Bevor ich die Waffe nochmal ziehe. Wie in der letzten Folge passiert. Oder in der vorletzten. Ich glaube, in der letzten gegen Garrosh war das der Fall. Ist auf jeden Fall ein neuer Aufnahmetag. Deswegen... haltet ihr diesmal eine Kombokarte auf die Hand, wenn ihr eine Kombokarte ausspielt. Ganz gute Kombination, ja. Trotzdem 0 Mana. Außer sie kann noch ein bisschen was vergünstigen. Ja, Schattenschritt. Jetzt kommt die Waffe zum Einsatz. Mit der Gewitterblüte könnte ich den Schreckenskorsar noch spielen. Mit der Münze nur... ja, ich probier's. Da gehen wir drauf. Den machen wir weg. Wüstenhase ist jetzt nicht optimal. Wenn ich auf die Hand zurückbekommen würde, dann schon. Auch der gesichtslose Manipulator ist jetzt nicht das, was ich haben will. Aber ist okay, ist okay. Nächste Runde habe ich 3 Mana mit der Münze 4. Reicht für den Grubenmeister. Ist also nicht so mega relevant, dass das Board liegen bleibt. Wäre natürlich schöner. Bin gespannt. Also sie spielt relativ viel auf Combo. Ganz geiles Deck. Ist auch okay für mich. Solange sie sie nicht mehr auf die Hand zurückholt, um sich Karten zu generieren, kann ich sie nächste Runde zerstören. Grubenmeister spielen. Alles gut. Bisschen schade natürlich wegen dem entgleisten Wagen. Aber... Wächter von Mugushan ist gut. 1-7er Spott. 4 Mana eigentlich nicht geil, aber in der jetzigen Situation viel Leben erstmal gut. Weil ich ja nächste Runde die Waffe gleich spielen kann. Mit dem Grubenaufseher oder eben dem Ingenieurslehrling. Und da ist der rastlose Abenteurer. Das heißt, wir müssten jetzt Karussell ziehen, dann ist das alles kein Problem. Der Damage macht er. Macht er 4? Glaub nicht. Ja, dachte ich mir, 3 eben nur. Somit könnte ich sie spielen, kann mir die Waffe aber nicht anlegen, deswegen muss ich so spielen. Waffe. Ingenieurslehrling, Karte ziehen. Leider nicht genug. Dann aufs Board traden, dafür einen Vorteil. Geht leider nicht so geil, deswegen werde ich die hier opfern. Was machst du genau? Ja, gibt mir nichts.
bist ein Dreier, du bist ein Dreier, definitiv. Face. Und den Abenteurer mache ich erstmal weg. Den möchte ich nicht dort liegen lassen. Und da ich das Karussell sehr wahrscheinlich erstmal die nächsten Runden nicht haben werde, ist das erstmal die sichere Variante. Nächste Runde am besten den entgleisten Wagen mit dem Mukufleischformer kombiniert. Board ist top. Die hat 5 Karten, hat aber nichts wirkliches. Ja, okay, gut. Alle 2 Damage ist okay für mich. Hat gequittet. Na gut. Sieg nehme ich mit. Erst in der Folge. 5 Spiele werden Modus. Bonuspunkte. Levelaufstieg 47. Und das müsste doch mit der Siegesträhne von letzter Folge ein Gold 2 sein. Jawohl. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Match. Was geht ihr jetzt? Match Nummer 2. Priester gegen Morgul. Belebter Besen, nein. Schlammschlürfer, ja. Ingenieurslehrling, ja. Karussell, prinzipiell gerne behalten. Nein. Ist es prinzipiell gut, wenn man den Wüstenhasen auf der Hand hat? Scheiße. Hätte ich wohl doch lieber behalten sollen. Ja. Aber ich werde es jetzt gleich einfach topdecken oder mit dem Ingenieurslehrling ziehen. Also easy. Mit Ansage, hoffe ich. Nie wieder her, Auge des Obelisken. Ah, er grüßt zurück. Turn 1, Schlammschlürfer. Nummer 2, Drachenlakai. Runde 3, entweder Wüstenhase mit Karussell oder Ingenieurslehrling. Nicht als hier von Zaubern. Gut. Zieht eine Karte. Stark. Todesschwinge. Nicht so mein Fall. Bin eher der Meinung, die zusätzliche Karte bringt mir mehr. Vor allem, weil er vom Body her schon stark ist und ich würde ja evolutionieren wollen. Deswegen nehme ich ihn. Karte ziehen und Body vor gutem Body mit Schutz vor Zaubern. Bitteschön, habe ich gerne gemacht. Könnte jetzt schon pushen. Wenn ich jetzt pushe, ist die Gefahr groß, dass ich es nicht ins Late Game schaffe. Es ist aber zu verlockend eigentlich. Eigentlich ist es zu verlockend und ich müsste es probieren. Werde es, denke ich, auch probieren. Zur Not. Zur Not habe ich halt ein Problem damit. Wenn sie für 4 Mana das ganze Board klären kann. Ansonsten. Um sich bedankt hat, ist, sie kann sich jetzt quasi um 3 heilen. Wenn ich jetzt nicht drauf gegangen wäre, hätte sie sich nicht heilen können. Hätte ich ihre Quest verzögert. Aber das bringt es ja letztendlich auch nicht. Mein Gott, wenn ich nicht ins. Wenn ich meine Diener nicht benutze, um in ihr Face zu gehen, dann. Man kann natürlich auch strategischer spielen, Next-Level-Taktik und sagen, sie hat die Quest mit dem Heilen. Geht nicht drauf, bevor ihr nicht wisst, ihr könnt sie in 3-4 Runden downen. Trotzdem habe ich jetzt dazu geforst, sie ihr Special zu benutzen. Dann fügt einem Diener 3 Schaden zu, Lebensentzug, heilt sich um 3, werde nicht angegriffen, jetzt nicht 5 von 15. Ist okay. Schade. Nächste Runde wäre top. Ich habe leider keinen Zauber auf der Hand, sonst hätte ich jetzt alle aktivieren können. Totem. Macht er nur Diener oder auch Held? Alle feindlichen Diener, ja, dann ist es sowieso nicht so wichtig. Und auch sie mit Gottesschild. Ich denke, nächste Runde ist wichtig, Ausbilderin Feuerherz zu spielen. Ist okay für mich. Es wäre vielleicht cool, sie zu spielen. Ich glaube aber, die Waffe ist doch dann besser. Weil ich gerade jetzt hier drauf gehen kann. Mit ihr drauf gehe. Mit meinem Totem. Schau, was passiert. Ist okay für mich.
Nozdormu, letzte Folge gegen mich, diesmal auf meiner Seite. Ich habe ihn bekehren können. Guter Junge. Hat sich für die richtige Seite entschieden. 6 Mana. Das Ende beginnt. Ja, ist okay. Das stört mich mal so gar nicht. Darf nur nicht meine Karten zerstören. Weil ich nämlich Folgendes machen werde. Erstmal spiele ich ihn. Bisschen mehr Möglichkeiten. Dann will ich den Besen eigentlich schon spielen. Eigentlich ja. Das heißt, ich würde ein Vierer-Diener. Das heißt, ich spiele sie. Nicht wichtig, dass ich die sofort machen kann. Devolutionsgeschosse wären top gewesen. Plus 1-1 Überladung 1. Das ist gut. Plus 3 Angriff im Zug ist auch richtig top. Wird einen Feind ein. Ich würde aber gerne noch einen Zauber machen. Deswegen machen wir das so. Leider wieder keine Devolutionsgeschosse dabei. Nehmen wir das noch mit. Dann machen wir hier Eifer. Jetzt darf nur nicht der Besen sterben. Besen stirbt. Ist nicht schlimm, wir nehmen ihn. Und haben dann gewonnen. GG. Also für extrem wichtige Züge lasse ich mir gerne mal ein bisschen Zeit, um zu belegen, wie ich jetzt genau versuche, sie down zu bekommen. Ihr habt jetzt gerade eben gemerkt. Mit dem Besen konnte ich meine beiden Dreier drauf schicken. Hätte ich theoretisch noch evolutionieren können. Dass der Besen gestorben ist, war jetzt ein bisschen blöd. Wegen Eiferdiener war aber auch nicht schlimm, weil ich einen 1-2er noch liegen hatte. Das heißt, schlimm wäre gewesen, wenn Nozdormu gestorben wäre. Und die Chance war 1-7 oder 1-6. Weiß nicht, ob ich jetzt 7 oder 6 Diener hatte. Und deswegen, nächster Sieg im zweiten Match in dieser Folge. Und da sind wir doch schon nah an Platin dran. Es könnte sein, nächstes Match, Aufstiegsspiel auf Platin 10. Und das gibt's in dieser Folge noch. Letztes Match, Aufstiegsspiel gegen Arcanistin Chayna. Na hallo. Auch da Level 50 am Start. Schlammschlürfer auf jeden Fall, die anderen beiden bitte nicht. Ein Sieg bedeutet Platin. Eine Niederlage bedeutet Gold 1 und ich bräuchte 2 Siege wieder für Platin. Das heißt, erstmal ruhig beginnen. Schlammschlürfer ist mir die letzten 3 Matches treu, immer Turn 1. Auch gesichtslose Lakai, stark, Turn 2. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich glaube, sie will ich wegmachen, weil Geheimnismagier hat mich das letzte Mal richtig zerstört, deswegen hier. Und sie wird zerstört. Der Schlammschlürfer ist nicht wichtig zu evolutionieren. Er ist ein 1er. Was wird er? Ein 2-3er, 3-2er. Da will ich lieber auf das Board traden, gerade wenn sie die Geheimnisse spielt. Wenn ihr euch an die vorletzte Folge erinnern könnt, Folge 57, letzte Match, da wurde ich zerstört. Deswegen ruhig bleiben. Zauber spielen. Und mit dem kannst du nichts anfangen. Könnte aber die Flammenfalle sein. Das heißt, wenn ich mit ihr mit meinem Diener ins Gesicht gehe, sind alle tot. Habe ich natürlich falsch rumgespielt jetzt, ne? Überleg gerade, ist es das, was ich denke? Oder ist es das, ist der Gegenzauber? Ich würde es trotzdem probieren. Nur ist halt der Grubenaufseher kaputt. Nein. Wir haben viele Geheimnisse, das ist okay für mich. Ich muss es eigentlich riskieren. Nächste Runde hätte ich dann genau 3 Mana für die Wüstenhasen. Das muss jetzt mein Play werden. Wenn es der Gegenzauber ist, ist okay. Das ist aber das Netherwind-Portal. Ist aber für mich komplett okay. Das machen wir so. Nachdem er einen Diener mit Eifer ausgespielt hat, ruft der Kubi davon dabei, die noch ein Leben hat. Ja, Moku-Fleischformer wäre gut. Er wird aber nicht so lange liegen bleiben, leider. Und nächste Runde muss ich die Wüstenhasen spielen. Dass ich mir jetzt ein Mana übrig hatte, ist natürlich ein bisschen ärgerlich.
Aber da kann man manchmal nichts machen. Das Geheimnis würde ich sehr gerne wissen. Hält keinen Schaden erlitten? Zieht drei Karten, wenn ein Held keinen Schaden erlitten hat. Ha? Das würde ich vermuten. Weil Kopie herbeirufen kann es auch nicht sein, sonst ist ja auch beim Jäger Jägergeheimnis. Ich muss es probieren. Bleib liegen. Aber ich habe ins Gesicht gezogen, das heißt, es wird nicht ausgelöst. Würde es riskieren, ihn hier zu killen? Na, ja, ganz gut. Eure anderen Diener haben nur zwei Angriffe, wenn ihr überladene Mana-Kristall habt. Das ist nächste Runde leider nicht mehr der Fall. Aber sollte sie jetzt ein Eiferdiener spielen, ist doch noch gut. Feuerball finde ich nicht gut eingesetzt, weil ich habe keine überladene Mana-Kristalle mehr. Aber das weiß sie ja auch nicht. Ich würde gerne das Geheimnis trotzdem testen mit ihr nochmal. Diesmal sieht es deutlich besser aus. Da ich momentan die Oberhand habe, würde ich eigentlich gern entgleisten Wagen spielen. Kann ihn aber nicht evolutionieren, deswegen ziehe ich Karten. Gut. Auch sehr gut. Noch ein Totem. Und das war's. Agentin Lillian ist auch richtig stark. Das heißt, wenn sie sie wegbekommt, kommen nochmal 4 Damage. Ja, ist okay für mich. Ein Geheimnis, mein ganzes Board weg. Aber sie greift einen zufälligen an. Eventuell den Helden. Oder sie killt einfach. Ist auch okay für mich. So. Jetzt muss ich ein bisschen riskanter spielen. Darf ihr auf gar keinen Fall, auch wenn ich sterben sollte mit meinem Diener hier. Ja, es war falsch gespielt. Ja, ist okay. Irgendwann musste die Flammenfalle kommen. Da habe ich jetzt halt in die Falle gelaufen. Aber wenigstens zieht sie keine Karten. Das kann jetzt aber das Spiel gekostet haben, ne? Anfängerfehler und schon wendet sich das Blatt. Nächste Runde hätte ich gewonnen zu 100%, weil sie hat keine Karten auf der Hand gehabt. Ist die Frage, jetzt darf ich keine Fehler mehr spielen. Ansonsten dreht sich das Ganze. Aber ich habe das Glück auf meiner Seite noch. Spiel ihn aus. Ich muss definitiv ins Face. Und nein, das ist... Oh mein Gott. Durch mein Misplay würde ich sagen, nicht hundertprozentig clean Uprank. Auch ein bisschen lucky. Aber ich habe dieses Mal gegen den Geheimnismagier zumindest die Geheimnisse weitestgehend umgangen. Ein Fehler war dabei, aber das ist bei Geheimnissen immer der Fall, wenn du die immer im Kopf haben musst. Deswegen sind so Geheimnisdecks nicht zu unterschätzen, gerade wenn du gegen nicht so bewandert bist mit allen gängigen Geheimnissen. Zum Beispiel die Flammenfalle habe ich 5-mal erwähnt. Dann hat sie noch ein Geheimnis ausgespielt, hatte 3 auf einmal. Und dann habe ich nicht mehr dran gedacht, weil ich ja schon davor 5-mal getestet habe, da war sie es nicht. Und dieses eine Mal dann wieder war sie es. Und das sind eben diese kleinen Geheimnisspielchen, die man dann auch schauen muss zu überwinden. Zum Beispiel habe ich da das Misplay gemacht. Das war eigentlich, wenn ich sie nicht davor so dominiert hätte, hätte das das Ende sein können. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man mal sieht, dass man mit solchen Geheimnisdecks auch Spieler manchmal verwirren kann, die vielleicht nebenbei, wie ich jetzt halt, aufnehme. Und die vielleicht einfach dazu labern, ne? Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen mit dem dritten Geheimnis. War aber eigentlich klar, weil das eine war das Netherportal vielleicht noch. Das andere war, definitiv zieht 3 Karten, wenn ihr keinen Schaden erleidet. Deswegen musste ich immer einen ins Gesicht ziehen vom Helden. Und das dritte war jetzt dann die Flammenfalle. Ärgerlich, hat trotzdem noch gereicht. Und dass ich dann am Ende noch die Waffe mit Windzorn bekomme. Ja, Luck braucht man halt auch in dem Game. Trotzdem würde ich sagen, diesmal haben wir den Magier geschlagen. Letztes Mal hatten wir keine Chance. Und das ist Platin.
Wichtig ist auch, dass man, wenn man es im Missplay spielt, es auch erkennt und auch sagt, okay, gut, das habe ich verkackt und nicht irgendwie das Spiel hat mich jetzt dazu getrieben oder was passiert da gerade, sondern einfach selber reflektieren, gut, da habe ich missgebaut und trotzdem muss man sich dann selber aus dem Sumpf noch rausziehen. Ein Missplay ist nicht automatisch gleich ein Lose. Weil auch der Gegner macht Missplays. Das sieht man nur nicht. Man sieht nicht, wenn der Gegner Missplays macht, außer es sind wirklich krasse, wie zum Beispiel, er spielt den Diener aus, der Zauberschaden hat, opfert den und macht dann den Flammenstoß, weil auf der Hand noch steht, verursacht 5 Schaden. Ach ja, opfert den Zauberschaden-Diener, hoppala, 4 Schaden, dein ganzes Board bleibt liegen, statt dass alle weg sind. Sowas sieht man aber. Das sind ja schon wirkliche Missplays, wo du sagst, okay, passieren, sind aber sehr, sehr ärgerlich. Aber die meisten sind ja irgendwie vielleicht nicht wirklich, wo man die Karte gespielt, die man vom Gegner aber nicht sieht. Deswegen, vielleicht mal ganz gut, dass wir das auch in der Folge drin haben, so ein richtig krasses Missplay. Habe ich bestimmt schon ein paar gehabt, die ich gar nicht gemerkt habe. Und dann würde ich sagen, Platin 10 schon mal. Haupt rein und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.